Rasul Sallam sagt Folgendes, damit wir erstmal den Hadith nehmen und dann fangen wir damit an. Sagte Rasul Sallam, keine haben in der Wiege gesprochen, außer drei. Ja, außer drei Babys, die gerade mal geboren sind, hat keiner gesprochen in der Wiege, außer diese drei. Der Sohn Marias, Allahs Segen und Friede auf ihn, Isa ibn Maryam, Sahibu Juraij, also das Baby in der Geschichte von Juraij, die wir heute nehmen, und ein Kind, von dem gleich wir erzählen. Sie sagten, ja Rasulallah, wer ist Juraij? Sagte, Juraij ist ein frommer Diener, der im Volke Israels zu dieser Zeit gelebt hat. Juraij war ein Händler, hat mit der Religion noch gar nicht viel zu tun, war ein Händler. Kauft Ware, verkauft, mal gewinnt er, mal verliert er. Irgendwann hatte die Nase voll davon und suchte eine Tijara, einen Handel, das keinen Verlust bringt. Als wollte er sagen, was Allah gesagt hat. O ihr diejenigen, die Iman habt, soll ich euch auf einen Handel hinweisen, dass euch ein Gewinn bringt, ein Gewinn ohne Verlust. Verinnerlicht den Iman an Allah und seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also hatte sich so eine Gebetsstätte gebaut, ein bisschen höher vom Boden, und hat jeden Tag dort Allah angebetet. Eines Tages kommt seine Mutter und ruft ihn. Du Juraij, antworte mir. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam, wie Abu Huraira erzählt, als würde ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen, wie er seine Hand auf seine Stirn tut, wie Juraij gemacht hat, um sich von der Sonne zu decken. Sagte, du Juraij, antworte mir. Er ist am Beten. Sagte, O Allah, mein Gebet oder meine Mutter? Hatte seine Mutter nicht geantwortet, hat sich für sein Gebet entschieden. Die Mutter ist weggegangen. Am nächsten Tag, Juraij ist am Beten, ein frommer Diener. Hatte keine andere Arbeit außer dieses Beten. Du Juraij, antworte mir. Juraij, O Allah, mein Gebet oder meine Mutter? Hatte sein Gebet gewählt. Am dritten Tag noch einmal sagt seine Mutter, du Juraij, antworte mir. Du, mein Sohn, O Allah, mein Gebet oder meine Mutter, hat sich für sein Gebet entschieden. Dann sagte seine Mutter, O Allah, lass ihn nicht sterben, bevor er die Gesichter der Prostituierten sieht. Während die Leute in der Stadt sitzen, reden die über Juraij. Oh, Juraij, was für ein frommer Diener, was für ein rechtschaffender Mensch. Er ist enthaltsam, der hat mit den Leuten nichts zu tun. Seine Zunge nur Zikr von Allah. Eine Frau. Und der Hadith bei Muslim sagt, يُضْرَبُ بِجَمَالِهَا الْمَثَلِ. Die war so schön, wenn man über Schönheit gesprochen hat, hat man immer diese Frau erwähnt. Aber sie war eine Frau, die keine Grenzen hatte. Hat sie gehört, was die Männer sprechen? Sagte sie, wollt ihr, dass ich ihn für euch verführe? Sagen sie, schaffst du es? Ich schaff das schon. Geht sie zu ihm, während er betet, hat sich schön angezogen, geht dahin, vor ihm und er am Beten. Er hat nicht mal einmal zu ihr geguckt. Geht sie runter, unten, in dem Schatten seiner Gebetsstätte, saß immer ein Hirte. Der hat immer so eine Runde gemacht mit seinen, und dann hat er sich immer da in den Schatten gesetzt. Hat sie mit ihm die Fahisha gemacht, also mit ihm geschlafen, ist schwanger geworden. Als sie das Kind auf die Welt gebracht hat, kam sie mit dem Kind auf der Hand. Von wem ist das Kind? Von Juraij. Bitte? Juraij al-Abid, der fromme Diener, das kann doch nicht sein. Ja, ist von ihm. Sind die da hingegangen? Haben sie angefangen, seine Gebetsstätte kaputt zu machen? Er ist runtergegangen, was ist los? Gesagt, du Schlimmer, du Unzuchttreibender. Haben sie ihn geschlagen, angekettet, in die Stadt gebracht, um ihn zu töten dort. Als sie ihn gebracht haben, auf dem Weg waren Prostituierte auf der Straße. Er hat sie gesehen, fing an zu lächeln. Sagte, Juraij, bist du verrückt geworden? Was lächelst du? Sagte, der Fluch meiner Mutter hat mich erreicht. Er geht weiter in der Stadt, sagte, bitte könnt ihr mir Wasser bringen, ich möchte nur Wudu machen und zwei Rakat beten. Subhanallah, willst du beten? Ja. Hatte zwei Rakat gebetet. Wo ist das Kind? Was will er von dem Kind? Bitte, ich will nur das Kind. Hat das Kind hochgehoben, sagte, wer ist dein Vater? Sagte der Hirte. Das Kind ist gerade mal 3, 4 Tage alt. Die Leute, was? Der Hirte, wir haben die Unrecht getan, umarmt, geküsst, Entschuldigung, sollen wir deine Gebetsstätte aus Gold bauen? Nein. Aus Silber bauen? Nein.
bringt die, stellt sie her, wie sie war, aus Ton. Das ist Jureyj. Der dritte in der Gruppe, der in der Wiege gesprochen hat, nur mal kurz seine Geschichte erzählen. Rasul sagt, während eine Frau vor der Tür sitzt, ihr Kind am Stillen, ging ein Mann vorbei mit seinem Pferd. Junges Pferd, der Mann sah richtig reich aus. Ha? Sagt die Mutter, oh Allah, mach, dass mein Sohn wie dieser wird. Das Kind verlässt die Brust seiner Mutter, dreht sich um zu dem Mann und sagt, oh Allah, bewahre mich, wie dieser Mann zu werden. Und kehrt zurück zu der Brust seiner Mutter und ein paar Minuten später kommen sie mit einer Frau, mit so einem kleinen Mädchen und schlagen sie, treten sie. Du hast geklaut, du hast Unzucht getrieben. Und sie sagt, Allah ist mein Genüge, auf ihn vertraue ich. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Jetzt sagt die Mutter, oh Allah, bewahre meinen Sohn, wie diese Frau zu werden. Das Kind wieder verlässt die Brust seiner Mutter, dreht sich zu den Leuten, also zu diesen, wo die schlagen, sagt, oh Allah, mach, dass ich wie dieses Mädchen bin. Sagt seine Mutter, Halqa, mögst du Schmerzen in deinem Hals bekommen? Ich sag dir, wie dieser reiche Mann und du willst wie diese Frau sein? Sagt der Mutter, dieser Mann ist ein Tyrann, ein übler Kerl. Und dieses Mädchen, die ist zu Unrecht beschuldigt worden. Das ist die Geschichte. Wir wollen uns heute mit der Geschichte von Jureyj beschäftigen, damit wir die Lehren daraus ziehen. Die erste Lehre, die wir aus dieser Geschichte rausziehen, der Unterschied zwischen der Ibadah eines Menschen, der Wissen hat, und einer, der kein Wissen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Außer diejenigen, die Wissen haben, fürchtet keiner Allah. Weil durch das Wissen, was er hat, fürchtet er Allah. Seine Ibadah, die hat nur. Diese zwei Rak'at, die er betet, die wiegen tausend.